Hallo Freunde, ja, Grillhähnchen, eigentlich nichts Besonderes, ja, im Ofen zubereitet, aber hochkant, warum so viel Salz, und was da mein Gemüsefachbehälter für eine Rolle spielt, das seht ihr jetzt. Und hier sind auch gleich die ersten Zutaten. Wir brauchen ein Grillhähnchen, 1,5 Kilo. In dem Falle ist das ein Maishähnchen. Und wir brauchen pro Liter Wasser 60 Gramm Salz. Nach Eva Riese und Adam Zwerg sind das bei 5 Litern 300 Gramm. Und ja, ihr habt richtig gesehen, ich habe lange probiert und lange überlegt, wie kriege ich denn einen Behälter mit einem Hähnchen in den Kühlschrank. Und ja, irgendwann ist mir dann aufgefallen, ja, das Gemüsefach, das tut's. Ne? So, deswegen in dem Gemüsefach, was ja auch bestens da reinpasst in den Kühlschrank, werde ich jetzt das Hähnchen brinden. In diese 5 Liter Wasser werde ich jetzt unser Salz einrühren. Und zwar, ja, langsam. Und man kann das natürlich auch in warmem Wasser erst auflösen. Aber ich mache das jetzt hier mal aus Faulheit nicht. So mehr oder weniger bedeutet das Brining ja in Salzlake einlegen, sollte man tunlichst aufpassen, dass man dieses 6%ige Verhältnis nicht überschreitet, weil sonst gehen wir in die Gefahr, dass wir ja in dieser Lake eher beizen als brinen. Das Salz sollte sich wirklich vorwiegend oder eigentlich ausschließlich aufgelöst haben, bevor wir jetzt unser Hähnchen hier reinpacken. Und wir achten darauf, dass auch die Luft aus dem Inneren entweicht, sodass unser Vögelchen wirklich total bedeckt ist. Man kann hier natürlich auch noch Zucker reingeben oder Gewürze, Kräuter. Ja, kann man, muss man aber nicht. Wir wollen eine Brine, nämlich eine Salzlake haben. Und da reicht es völlig aus, wenn man ausschließlich Salz nimmt. Und ich sehe förmlich die Fragezeichen bei euch im Gesicht. Ja, wozu? Was macht ihr da eigentlich? Was soll das Ganze? Hat was mit Osmose zu tun. Und zwar wollen wir, dass sich das Salzwasser ins Fleisch einlagert und dementsprechend auch nachher eine mehr Saftigkeit erzielt, als wenn wir es nicht machen. Also, Salzlake und 6% und Hähnchen rein und 24 Stunden warten und dann klappt es auch mit dem Hähnchen. Wir nehmen uns jetzt hier eine Klarsichtfolie und verschließen unser Gemüseeinsatz. Und zurück kommt das Teil jetzt in den Kühlschrank, wo es hier auch hingehört. Dort bleibt es jetzt für 24 Stunden und dann kann der Vogel auch schon gegrillt werden. So, ganz schnell vergangen, 24 Stunden und wir werden jetzt das Hähnchen hier mal rausholen. Nehmen uns jetzt hier unseren Vertikalgriller. Der Mittelteil besteht aus, wenn man so will, zwei Teilen, und zwar einem Unterteil, wo man Aromaten reinmachen kann, und einem Oberteil, was dazu dient, dass diese Aromaten sich im Innern
über Dampf ins Fleisch bewegen. Beides brauchen wir nicht. Spart Abwasch. Wir bauen das ganze Ding zusammen. Viel zu bauen ist da nicht. Da muss man eben nur diese beiden Bügel oben ineinander rasten lassen. Und jetzt nehmen wir uns unser Hähnchen und geben es hier drauf. Würzen brauchen wir an der Stelle noch gar nichts, da Salz mit Sicherheit genug drin ist und dran ist. Und alles andere machen wir erst, wenn der Vogel etwas im Ofen war. Das Ganze stellen wir jetzt in einer Auflaufform. Aus Erfahrung weiß ich, dass diese kleine Auffangschale da unten, naja, meistens überläuft, und das will ich jetzt nicht in meinem Ofen verteilen, deswegen die Schale drunter. Und hier gebe ich auch gleich etwas Wasser hinein, welches dafür sorgt, dass wir im Ofen ein relativ feuchtes Klima haben werden. So, und das Ganze kommt jetzt in den Ofen, wie gesagt 160 Grad. Das sind 1,5 Kilo für 1 Stunde 20, 1 Stunde 30. Schauen wir mal. So, was wir zum Bestreichen brauchen, gebe ich jetzt hier in eine kleine Schüssel. Das ist einmal geräucherter Paprika, 2 Teelöffel. Drei Teelöffel vom süßen Paprika, also Rosenpaprika, und 2 Esslöffel Olivenöl. Und das wird jetzt verrührt. Salz brauchen wir an der Stelle nicht, weil das Salz ja schon bereits ins Vögelchen eingedrungen ist. So, und beim ersten Mal öffnen des Ofens ist mir doch gleich ein Unfall passiert. Und zwar, da dieses Halsstück so weit rausragt, dass es mir oben am Grill hängen geblieben ist, muss ich das zuerst mal entfernen. Und jetzt kommt unser Vögelchen hier wieder drauf. Und jetzt kommen wir zu dem Eigentlichen, was ich machen wollte, und zwar das erste Mal mit unserem, ja, ich nenne es mal Marinade, einpinseln. Einmal drehen. Und immer dran denken, die Schüssel ist heiß. Also die Auflaufform meine ich jetzt. Und wieder zurück in den Ofen. So, nach einer Stunde und 10 Minuten habe ich das Vögelchen jetzt rausgeholt. Das ist auch gar. Ich habe die Kerntemperatur gemessen und die lag so, ja, bei 78, 80 Grad, und so muss das auch sein. Und jetzt werden wir das Ganze mal anschneiden. Und ich glaube, man sieht hier auch schon, wie saftig das Ganze ist. Ich werde es mal... heiß. Doch, heiß. Nehme also hier eine Gabel. Butterzart. Yes. Ist es.
etwas von der Pelle. Von der Würze her gut zu merken, dass wir kein Salz oder kein weiteres Salz verwendet haben. Und ja, wem das Video gefallen hat, gerne einen Daumen nach oben, gerne einen netten Kommentar, auch gerne Verbesserungsvorschläge. Und ach so, Abo nicht vergessen, wer es noch nicht hat, abschließen. Und ja, bis zum nächsten Mal.